Mein Name ist Karl-Martin Rossner. Ich bin Mitglied der Stadtteilkultur Brasselsberg, die sich im Jahr 1910 gegründet hat. Und die Stadtteilausstellung, die jetzt zur Diskussion steht, ist eine Teamarbeit im Wesentlichen der Arbeitsgruppe Stadtteilchronik. Hier, das ist nun der Staffelbaum, der während der Stadtteilwochen der einzelnen Stadtteile von Stadtteil zu Stadtteil weitergegeben wird. Und hier sieht man unseren Sachbearbeiter, sagen wir es mal so. Ja, der Baum ist eine Esche, die im Winter und in der Aue gefällt worden ist. Und die Idee ist ja, dass dieser sogenannte Staffelbaum in dem Falle von Stadtteil zu Stadtteil mitwandert und dass jeder Stadtteil etwas Typisches aus seinem Stadtteil da hineinschnitzt. Und da bietet es sich natürlich für uns als Brasselsberger an, dass wir den Bismarckturm als unser Wahrzeichen nehmen, der seit 1904 auf dem sogenannten Brasselsberg steht. Und das habe ich übernommen. Ich führe Sie jetzt einmal kurz durch unsere Fotoausstellung vom Stadtteil Brasselsberg, die im Rahmen des Stadtteiljubiläums 1100 Jahre Kassel angelegt wurde, im Rahmen unserer Stadtteilaktivitäten. Die Ausstellung hat eine bestimmte Gliederung. Sie beginnt mit dem Thema Keimzellen des Brasselsberges, also die Erst- und Frühbebauung. Es geht also in dieser Richtung rum. Wir haben die einzelnen Stelen nummeriert, damit man erkennen kann, wie man gehen muss. Und Sie sehen hier überall die Frühbebauung, ausgehend vom Ende des 19. Jahrhunderts über den Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg und dann weiter nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg, also bis zum Ausgang des Zweiten Weltkrieges 1945. Also der Bergbau ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Brasselsberges. Er ist hier eingegliedert in das Thema Gewerbe früher und heute. Das ist natürlich insgesamt gesehen am Brasselsberg dünn, aber früher war der Brasselsberg geprägt von der Zeche Marie, wo eben intensiver Bergbau stattfand seit 1890, dann längere Zeit unterbrochen war und nach dem Krieg wieder weiterging bis 1966. Auf den Bildern kann man einmal die Situation vor Ort erkennen, aber auch, wie die Kohle transportiert wurde. Die Kohle wurde also von hier über den Berg zum Drusseltal geschafft und dann über diesen Kohlebunker in die Gütertriebwagen der Herkulesbahn verladen und dort zum Bahnhof Wilhelmshöhe gebracht. Die Ausstellung wurde pünktlich zu Beginn unserer Stadtteilwochen am 7. Juni dieses Jahres eröffnet und wird schließen am 23. Juni, genau auch mit Ende des letzten Tages unserer Stadtteilwochen. Und die Zeit dazwischen war sie täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Stadtteilausstellung und unserem Stadtteil und ich hoffe, dass es auch mal so ein bisschen etwas über unseren Stadtteil vermittelt.